Willkommen zurück, liebe Leute! Tschüssi, Christoph Bader mit mir und ihm. Wir. Weiter geht's. Wir haben eingekauft, das müsst ihr jetzt nicht sehen, was wir gekauft haben. Es ist ganz viel Zeug. Also ich als Frau war shoppen, ja. Deswegen. Und jetzt rennen wir nochmal richtig durch. Eigentlich war ich ja shoppen, ne? Und ja, eigentlich war er shoppen. Du warst hier zu fein, einkaufen zu gehen, weil du hattest Angst vor dem großen bösen Wolf. Ja, oder so, keine Ahnung. Ich renne jetzt mit ihm mit. Auf einer Seite. Dann hauen wir und gehen weiter. Sky ist... Nein, Sky! Wir haben Lebenswasser. Renn einfach. Wir haben Lebenswasser extra gekauft. Wir haben extra ganz viel gekauft. Einfach weiter. Wir lassen es jetzt tot. Ups. Ha, Hilfe. Vor allem, du hast gerade schön übersteuert. Okay, einfach aussteuern. Gerne. Aber das war gerade so Sky! Diese Trauer um Sky. Ich nehme mal kurz die Beite. Eigentlich hätte ich keinen Bock, dass du jetzt wieder fliegst. Aber schau, wir haben drei Weihwasser, zwei für den Kampf, einmal. Lebenswasser! Mann! Ah, Lebenswasser! Ups! ups! Ah! Meine Steuerung, Alter! Renn! Ah! Lass mich in Ruhe! Nullschaden! Ah! Einfach nur hoch. Ja, ich bin doch schon dabei. Perfekt. Ne, das war ging ja dann nicht an dich. So, jetzt sind wir hier, oder? Nein. Nee, noch. Nein. Oh Mann, das sieht so aus, als wäre da eine Tür. Ja, ich weiß. Einfach nur. Jetzt, nein. Wir kommen ja noch an der Boss-Tür aus als Boss-Tür. Und jetzt, zuerst müssen wir uns um Sky kümmern. Okay. Ja, mach ich. Machen wir hier. So. Einfach nur aufhalten. Ist sie am Leben? Okay. Ja, ja. Und jetzt? Ah, jetzt hat. Ah, bitte bleib weiter, aber hier geht's nicht weiter. Wie bitte? Oh Gott, Sky! Verschwinde! Oh weh. Sie ist so dumm, das ist einfach so der nützlichste Zauber, den wir haben. Das ist ja weh und tschüss, ich geh. Damn Rhymes, Alter. Okay. Was ist jetzt los? Was ist los? Hallo? Okay. Makes sense. Ja, wir sind gerade direkt zu ihm reingeschoben worden. Können wir ihm eigentlich Schaden machen, wenn gerade ein Zauber auf den gemacht wird? Ja. Aber er kann auch uns anzaubern. Und natürlich hat sie ihn nicht mehr erwischt. Jetzt fliegt er gerade rum. Ich heile mal kurz. Können die kleinen Teile auch Schaden machen? Nee, das ist eher nur aufgespalten. Ich halte einfach alle. Ist wurscht. Bam! Also ja, reichen, ja. Also wir müssen jetzt nur warten, bis er wieder da kommt. Und dann sollten wir zaubern. So oft wie möglich. Und der Penner macht einfach zu viel Schaden. Der ist echt unmenschlich. Genau deswegen! Au! Komm! Sky! Nein! Sky! Oh, Sky ist tot. Und ich auch. Du solltest einen Bonbon oder sowas reinziehen. Warte. Also, hier eine Schokolade oder ja, ein Bonbon. Und uns am besten, also. Sky. Euch beiden? Sky. Nur Sky. Ich spiel jetzt Sky. Ja, stimmt, du kannst hier übernehmen. Na. Frostwelle! Bam! Du Assi! Du hast mir wehgetan! Bam! Und nochmal! Du hast mich berührt! Du hast mich angefasst an Stellen, die ich nie wollte! Jetzt habe ich auch kein Mana mehr, oder? Okay, jetzt wird's schwer. Ich sollte die Waffe wechseln. Ja. Du klaust von einem toten Erstmann. Ja, ist eine Ausnahme, wird mir Stormer nicht so übernehmen. Oh mein Gott, das ist so spannend, wo kommt er nur her? Okay. Au. Ah, besiegt! Auch noch verfolgen. Besiegt! Okay. Alter, was war das für ein einfacher Boss jetzt auf einmal? Hä? Ich bin im Stream bei dem 25 Mal gestorben. Ich hab genau da aufgehört. Ich bin halt einfach geil. Du bist echt Killer, ja. Gut, dass Stormer jetzt keine Erfahrungspunkte gibt. Wir hätten sie einfach beleben sollen. Yeah, wir haben gewonnen und weiter geht's! Woo! Und ein Orb. Kriegen wir besser, oder? Axt! Axt-Orb! Oh, Axt wird stark.
Darf ich kurz eine Sekunde? Danke, ich möchte wieder Stormer sein. Ja. Hallo. Der Feiermutant ist tot. Vorbei sind die Zeiten der Not. Ich muss mich vor euch verneigen. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Hör erst mal auf, so blöd zu reimen. Könntest uns mit deinen Zauberkünften dienen? Aha, ich sehe eine gute Idee. Oh, ich sehe. Dieser Typ hat echt eine Macke. Ihr glaubt, ich tue nichts taugen. Dann schließt jetzt eure Augen, okay. Und nun, sobald mich ruft ein Weib, bin ich zu allem bereit. So geil. Du kannst weiterklicken, bitte, danke. Ich habe die Augen noch zu, darf ich sie wieder aufmachen? Ja, darfst du. Er hat gesagt, und nun. Ein Weib? Hat er damit etwa mich gemeint? Nee, mich. Ich glaube, er hat uns beide gemeint, Stormer. Dann sage ich jetzt Tschüsschen und Mädels, Küsschen. Oh, er ist toll. Wie Schmoll einfach, ne? Guten Freunden schenken ein Küsschen. Wie gerade Schmoll. Richtig geil. Rocky schließt sich an. Auf zum Mana-Samen. Einer. Horn. Ping. Du hast dein Schwert in den Samen geschoben. Was? Kommt nicht der Samen aus meinem Schwert? Nein. Samen erhalten. Ja. Was? Hey, Sky. Also, Aua! Mein Kopf! What the fuck? Alles okay? What the fuck? Oh, ich kann! Du kannst! Schau dir das Gesicht an! Schau dir das Aua, schade! Riechst du so... Ich kann mich wieder an alles erinnern! Die Kobold-Siedlung ist im Vier-Jahreszeiten-Wald! Oh oh! Bring mich dorthin! Bitte, sonst schreie ich ganz laut! Eins... Zwei... Und ich übersteuer... Zweieinhalb... Okay, später... Okay, später! Und ich übersteuer! Okay, wir können uns bewegen. So geil, Rocky ist so cool. Der hat diese komische diesen Turboantrieb von diesen Schachmeistern und die Schutzaura von den Goblins. Aber das Beste ist ja sie, ne? Mein Lieblingszauber. Fucking Schlammbombe. Du wirfst einfach eine fette Kugel aus Erde auf den Gegner. Und der Juwelenring und so. Und das da. Der komische Penis, der hinten herwackelt oder so. Efeu-Mantel. Let's go. Da würde ich das allein spielen, ich wäre komplett überfordert. Ja, deswegen erkläre ich dir das ja. Es ist mal ist besser, das zu zweit zu spielen, vor allem mit einer Person, die sich gut auskennt. Nicht eine Person, die das Speedrun könnte, aber eine Person, die sich gut auskennt wie ich. Weil. Also Speedruns sind ja auch ein bisschen peinlich. Das Spiel. Wenn man das zum ersten Mal sieht, kannst dann du nicht glitschen. Soviel ich weiß, kann man das Spiel gar nicht irgendwie glitschen oder so. Du musst es nur schnell spielen. Heißt, du bist. Das Level, was wir jetzt haben, hast du beim Endboss, glaube ich, gar nicht mal erreicht. Und du rennst einfach nur durch und. Oh. Kannst du das Wundertau benutzen? Da war das. Brrp, bro, brrp. Dein Seil, nimm uns mit! Seil haut einfach von allein ab. Ach ja, die Musik ist. Das Beste an dem Spiel ist die Musik, muss ich sagen. So, jetzt legen wir uns erstmal mit pennen und speichern. Weil Boss und so. Und dann gehen wir in den Vierjahreszeitenwald. Yay. Wenn ich nur wüsste, wie man da hinkommt, das wäre es viel einfacher, ne? Ja, aber wir können ja. Gibt's irgendwie so eine Karte oder so? Im Spiel. Gibt's eine Karte? Ich glaube nicht, ne. Also nicht, dass ich wüsste. Oh. Yeah. Aber haben wir gut hinbekommen, den Part. Ihr seid die Besten. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Moment. Gibt's eine Karte? Ne, haben wir ja schon mal geguckt. Zielbestimmung. Hahaha. Ja, ich nehme übrigens meine Waffe wieder. Danke. Wir können übrigens erstmal zu Berti gehen jetzt noch. Ja, wir haben hier einen Axtor. Genau, und der Berti möchte doch seine Axt, die er uns gemacht hat, bestimmt noch besser machen. Deine Axt war scheiße, ich will eine bessere. Nö, ich mach die Axt nicht besser, meine ist die beste. Hier, Axt. Die Axt wird zu. Streitaxt! Wow, die sieht auch ein bisschen brutal aus. Ist die jetzt auch irgendwie stärker als das, was ich anhabe? Nicht genauso stark. Sie ist einfach stärker als deine Waffe und genauso wie die hier. Ich nehme die Streitaxt. Komm mal, ich will die Streitaxt. Okay, dann nimm du sie. Ja. Ich glaube, wir sollten mal den zum Zwerg, wo wir letztens waren, wo wir die Kobolde bekommen haben.
zu dem mal hingehen. Ja, 39 ist auf dem Level. Mhm. Also zu der Zeit gar nicht schlecht. Außer wir werden überlevelt, aber einfach mal zu. Nee, wo war der Typ? Der war links. Links. Einfach mal fragen, ob der weiß, wo der 4 Jahreszeiten war. Das ist nämlich kein Plan. Irgendwo, ich glaube, nach Pandoria müssen wir, aber egal, wir fragen ihn einfach trotzdem. Wir tun. Ich schaue immer Sky hinterher. Ich habe keinen Plan, warum ich die ganze Zeit so scheiße laufe. Du hast ihn gesehen. Also, zu Sky nicht mehr bei ihr. Hier ist echt eine Karte geschlossen. Ja, geil, ne? Ach, da ist der 4 Jahreszeiten. Danke für die geniale Info. Ich dachte, er hilft uns, weil er ist ja ein Ältester und weiß alles, aber. Na gut, dann gehen wir auf die Suche. Wir haben ja noch 4 Minuten und ein paar Sekunden, aber wir werden einfach laufen. Wir gehen zu Bertie und hauen ab. Ja. Ich kann bei der Musik nicht widerstehen. Ich muss immer irgendwelche komischen Laute von mir geben. Also ich habe zumindest jetzt keinen Ohrenkrebs bekommen. Dein Lied. Ja, wie gesagt, ich habe gestern auf Twitter gespammt, dass ich geübt habe. Also muss es ja auch stimmen, weil Spam ist immer richtig. Spam ist die einzige wahre Wahrheit! Ich renne einfach gegen den Baum wieder, ne? Das ist der Wahrheit. Gegen den Baum! Ja, ich renne gegen einen Stein und sage, ich renne gegen einen Baum. Toll. Du solltest mal Biologie besuchen. Ja, Biologie oder Biologie oder was ist das? Biologei habe ich. Biologei oder so. Keine Ahnung, wir hören es ja. Ich höre es ja beim. Oh. Na geil, ne? Wow. Ich dachte, hier ist Kanoni. Ich sehe, du kennst sie mit diesem Spiel aus. Ich dachte, hier wäre Kanoni. Ja, ich kenn's nicht nur auswendig. Das wäre auch irgendwie langweilig. Hey, ganz ehrlich, sei froh, dass du nicht alleine spielst. Ich würde gerne wissen, wo du wärst, wenn du jetzt alleine spielen würdest. Quelldorf. Ja, du würdest nie wieder rausgehen. Du würdest Neustadt für immer dort bleiben. Das habe ich auch mal gemacht. Bin ich wirklich verbannt? Ja, der Waffenlevel. Ne, ist gar nicht Waffenlevel. Ist geschehen. Boomerang ist Level 2. Oh mein Gott! Da oben war ein Kanoni, oder? Hexenwäldchen, vielleicht im Hexenwäldchen. Ja. Nee, Hexenwäldchen, da war nix. Aber da war doch ein Kanoni, ja, vielleicht oder? Vielleicht hört das ja zum 4 Jahreszeiten. Nein, das nicht, das weiß ich. Ich weiß, wie der aussieht. Im 4 Jahreszeiten Wald gibt es ja nämlich neue Pogo-Büsche. Aber ich glaube, der kann uns hinschießen, oder? Eine Flugreise für 50 Goldmünzen, wo wollt ihr in der Pandoria? Mir ist bewusst, dass du jetzt. In Pandoria haben sie alle einen Dachschein auf eine Kanone. Ja, wenn alle mit der Kanone hingeschossen werden, ist kaputt. Ja, oder die landen alle auf dem Dach und deswegen haben die Dächer Schaden. Schäden, ne? Dachschaden. Wow. Keine Reaktion bei dem schlechten Witz. Oh. Warum darfst du dich eigentlich immer damit drehen und wir beiden sind die Blöden, die mit dem Kopf aufkommen und du mit deiner Schulter? Weil ich der Hauptcharakter bin. Ach, du bist doof. Du bist gemein. Ich bin was Besonderes. Okay. Wir werden. Ach, hier sind wir. Ja, aber und jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, warte. Genau, gehen wir einfach mal darüber. Oh, vielleicht gibt es ja hilfreiche Schilder. Ah, nee, hier ging es ja zum Elfenteich, oder? Sind wir nicht hier lang gegangen, weil ich verkackt habe letztens und dann. Moment, aber. Ah, ich weiß, wo lang. Wir gehen nochmal zurück. Wir können ja zumindest mal uns umschauen. Wir haben ja alle Zeit der Welt bei diesem Let's Play. Da. Okay, hier schon. Hier geht's bestimmt nicht 4 Jahreszeiten weit. Naja, da nicht. Vielleicht hier runter. Geradeaus und. Tada! Nein, Mann. So kommen wir definitiv nicht zum 4 Jahreszeiten weit, aber so kommen wir zu der Ruine. Und zu Lex. Was ist denn heute los? War bei dir auch gerade ein Lag? Ja. Yo, Brother! Oh, okay. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Darf ich dir ehrlich sagen? Gab's nicht mit RL oder so? Nee, schade. Ich dachte, ich hab. Wo gab's die Karte? Ach, ich weiß, wo die Karte kommt. Wenn die Karte kommt. Ja, ja. Mhm. Also, wir können noch ungefähr 80 Parts draufrechnen oder so. Dann kommt die Karte. Okay. Wo war's? Da. Gehen wir mal nach Pandoria und vielleicht finden wir Vector. Oder wir finden den Ausgang. Quelldorf. Ah, wir müssen nach Quelldorf. Dann gehen wir zu Quelldorf. Au. Ja, ich war nicht. Mein Überdamage, Alter. Ja, den Überdamage, du schaffst nicht mehr einen Pilz zu wollen. Du auch nicht.
Schaffst es ja nicht mal, ihn zu treffen. Der dodgt mich immer. Yeah. Oh, du hast eine Axt. Du kannst alles kaputt machen hier. Pogo Puschel. So, Schild. Da waren wir doch vorne. Wasserpalast, ja. Quelldorf, Pandora. Hä? Wir gehen mal zum Wasserpalast. Vielleicht war es ja Aquaria was. Was wir nicht wissen. Kein Plan, wo wir hin müssen. Das war Hungrygoblins, ja. Nee, nichts Interessantes. Alter! Ich drück 500 Mal nach links und er greift einfach weiter an. Du Ase. Zum Wucherkater. Alter, meine Steuerung ist so schwammig, Alter. Das ist nicht mehr normal. Naja. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Wir finden den Weg. Genau, bis dahin, beim nächsten Mal haben wir den Weg gefunden. Also zumindest nachgeschaut. Bis dahin, tschüss!